bei Checkpot. Golden Herbst im Ruhrgebiet. Bam, 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 bam. Kommt mit uns, wir singen ein Lied. Bam, 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 bam. Das Laub ist bunt, die Natur ruft. Bam, 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 bam. Hier sind vier Tipps. Aha, das Groove. Bam, 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 bam. Tipp Nummer 1. Das Freilichtmuseum in Hagen. Das ist ein wortwörtlicher Herbsttipp, denn wenn der Herbst vorbei ist, schließt auch das Museum. Aber ihr habt noch bis zum 31. Oktober Zeit, hier die wunderschöne Herbstnatur zu genießen und schicke Häuschen wie dies hier. Das Freilichtmuseum liegt im wunderbar grünen Hagener Stadtteil Selbecke. Den Museumsbesuch könnt ihr also toll mit einem Spaziergang durch die Natur verbinden. Hier gibt es bergige Landschaften, Kuhwiesen, Seen und kleine Bäche am Wegesrand. Im Freilichtmuseum lernt ihr in vielen historischen Gebäuden alles über das Handwerk vom 18. bis 20. Jahrhundert. Hier könnt ihr euch unter anderem eine kleine Wassermühle angucken, die Lohmühle, oder eine alte Werkstatt, in der Kuhschellen geschmiedet wurden. Auch ein Friseursalon, eine Goldschmiede, eine Seilerei, eine Imkerei oder eine Tabakfabrik könnt ihr hier besuchen und bekommt dann hautnah einen Einblick ins Handwerk. Verschiedene Sonderausstellungen runden den Museumsbesuch ab und wer das Museum nicht auf eigene Faust erkunden möchte, der kann auch Führungen buchen. Die werden zu den unterschiedlichsten Themenbereichen und auch für Kinder angeboten. Und wenn der Herbst vorbei ist, dann findet auf dem Gelände des Freilichtmuseums wieder der historische Weihnachtsmarkt statt. Auch da lohnt es sich mal vorbeizugucken. Nummer 2. Die Ruhr-Uni in Bochum. Hier kann man ganz hervorragend seine Bachelorarbeit schreiben. Ach so, und es gibt einen botanischen Garten mit vielen exotischen Pflanzen, die auch im Herbst wunderschön anzusehen sind. Außerdem gibt es ein chinesisches Areal, in dem man schon mal die Zeit vergisst. Scheiße, ich habe mündliche Prüfung. Der chinesische Garten sieht ein bisschen aus wie ein kleines chinesisches Dorf. Ihr lauft durch einen verschnörkelten Gang und entdeckt an jeder Ecke Pflanzen, altertümliche Brunnen, Terrassen und Pavillons. In der Mitte ein kleiner Teich, in dem auch Fische schwimmen. Der Garten wurde 1986 von chinesischen Architekten aus Originalbauteilen aus China errichtet. 2001 wurde der Garten umfassend saniert. Ein Besuch lohnt sich vor allem im Herbst. Man fühlt sich wirklich ein bisschen wie in einer anderen Welt. Aber auch außerhalb des chinesischen Gartens könnt ihr eine Menge entdecken. Der Botanische Garten dient der Biologischen Fakultät der Ruhr-Uni zu Forschungszwecken. Darum sind hier insgesamt 15.000 unterschiedliche Pflanzenarten zu bestaunen. Sowohl in freier Wildbahn als auch in Gewächshäusern. Hier gibt es unter anderem ein Tropenhaus, ein Savannenhaus und ein Wüstenhaus. Nummer 3. Die Ruine Neu-Isenburg in Essen. Dahin gelangt ihr über den gerade erst neu eröffneten Baldeneysteig. Das ist ein 27 Kilometer langer Rundweg um den Baldeneysee herum. Auf dem Weg warten auch andere Sehenswürdigkeiten auf euch, wie die Villa Hügel, aber auch immer wieder Möglichkeiten zum Einkehren und tolle Aussichten. Ja, einfach traumhaft schön, der Blick auf den Baldeneysee. Die Burgruine Neu-Isenburg steht im Essener Stadtteil Bredeney. Ursprünglich wurde sie nach der Hattinger Isenburg benannt, die 1226 zerstört worden war. Die Anlage wurde seinerzeit von Graf Dietrich von Altena-Isenberg auf einem etwa 150 Meter hohen Bergsporn oberhalb der Ruhr erbaut. Die Burg war damit leicht zu verteidigen und besaß zudem eine strategisch günstige Lage. Trotzdem wurde sie 48 Jahre nach ihrem Bau zerstört. Die Ruinen der neuen Isenburg könnt ihr noch heute in Essen sehen. Der Baldeneysteig, der an der Burgruine vorbeiführt, hat aber noch mehr solcher Sehenswürdigkeiten zu bieten. Eine Wanderkarte liegt kostenlos an Touristeninformationen in Essen und der Umgebung aus.
Tipp Nummer 4. Zu jedem Herbstausflug gehört es auch dazu, dass es abends ein bisschen früher dunkel wird. Deswegen haben wir uns zum Schluss für das Schloss Schwanzbell in Lünen entschieden. Denn das sieht selbst bei Dämmerung noch ganz schön mystisch aus. Das Schloss Schwanzbell ist kein gewöhnliches Wasserschloss. Es gibt hier eine kleine Garteninsel, die von einem Graben umgeben ist. Das Schloss selbst steht aber gar nicht auf einer Insel. Errichtet wurde es um 1872. Danach wurde es auf unterschiedliche Weise genutzt, zum Beispiel auch als Waisenhaus oder als Unterkunft für das Hochbauamt der Stadt Lünen. Heute befinden sich im Schloss Mietwohnungen und Büroräume. Und nebenan auf der Vorburg gibt es auch ein kleines Museum. Hier könnt ihr in die Vergangenheit der Stadt Lünen eintauchen. In 5 Räumen wird das Wohnen und Leben im Ruhrgebiet zwischen 1840 und 1930 dargestellt. Nicht weit vom Schloss Schwanzbell entfernt findet ihr den Seepark. Ebenfalls ein toller Ausflugstipp für den Herbst. Der Park liegt direkt am Datteln-Hamm-Kanal und wurde in den 90ern im Rahmen der Landesgartenschau auf dem ehemaligen Gelände der Zeche Preußen errichtet. Mitten im Park der Horstmarer See, in dem ihr im Sommer auch schwimmen könnt. Und wem das alles zu langweilig ist, auf der Disc-Golf-Anlage könnt ihr euer sportliches Geschick unter Beweis stellen. Unser Herbstausflug endet so wie jeder schlechte Horrorfilm. Ganz alleine im Wald. Deswegen brechen wir das Ganze hier ganz schnell ab. Und wenn ihr noch weitere Herbsttipps haben möchtet, dann schaut doch mal bei den Kollegen von Ruhrtourismus vorbei. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, oder schreibt uns was in die Kommentare. Ich sag... Moment, hast du das gehört, dieses Knacken? Ja, schon. Vielleicht sollten wir doch langsam mal hier raus. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal gucken gehen. Ich meine, was soll schon passieren? Deneise, nein! Doch! Deneise! Komm, wir gehen mal gucken! Du weißt, wie jeder schlechte Horrorfilm endet. Du kannst jetzt nicht... Deneise! Hier kommt her! Deneise, nicht da rein! Bist du... Deneise!